Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield. Bei Garfield. Ich will immer Garfield sagen. Ach ja. So, da sind wir jetzt also. Für mich inzwischen ein neuer Morgen. Ich habe zwischendurch geschlafen. Es wurde etwas später. Und ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwo was verkaufen. Aber ich weiß gar nicht, wo der Verkaufsstand ist. Sag mal, du musst mir nicht immer auf den Füßen stehen, ne? So, ich guck mal kurz bei der Karte. Wir sind hier. New Atlantis erkundet, Frontier. Und hier sind noch Sachen. Begib dich zur Loge. Wir müssen also erstmal alles erforschen hier. Okay, ja, wir gucken uns mal ein bisschen um, ja? Ich schau mal, was da hinten gibt. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich Cyberpunk-Vibes. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Night City. Aber als wäre da ein schöner Tag. Was bei Night City nicht möglich ist. Unsere Zukunft auch so toll. Ein klarer Sternenhimmel hat schon was Magisches an sich. Muss man sagen. Ein was? Oh ja. Ich habe schon als Kind Sternbilder kartografiert. Wie der einfach geht. Deswegen komme ich gerne aus der Stadt raus. Endlich mal freie Sicht. Nero soll ja ziemlich cool sein. Gar nicht so übel, wie alle immer sagen. Wir müssen da mal hin. Vergiss es. Wow. Das war hart. So. Ganz kurz. Ich muss mir ganz kurz eben diesen Miner-Dreck aus dem Gesicht waschen. Ja, der Dreck aus den Minen, der Dreck für den Planeten und so. Einmal mal ganz kurz runterwaschen. Ah, das tut gut. Ich frag mich... Wow. Ich frag mich, ob Vasco wasserdicht ist. So. Infodisk. Ja. Da drüben ist die Bank. Ich muss ab und zu mal anhalten, weil ich vielleicht oder vielleicht auch nicht überladen bin. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Ihr kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt in den Mast-Distrikt. In den Mast-Distrikt. Ja, da muss man eine Ausnahme machen. So. Ich weiß inzwischen übrigens, seit gestern weiß ich, wo das Lager ist beim Schiff. Man muss Q drücken, das muss man mal ausprobieren. Ja, weiß ich seit gestern. Es ist immer noch vor Spielrelease. Gelbank, Geldautomat, Inhalte stehlen. Warte mal, ich speichere mal kurz. Wie Inhalte stehlen? Kann ich einfach meinen Account checken, wie der normale Mensch? Dieses Schloss ist zu Lehrling. Ach so, ist nicht Anfänger. Aber kann ich nicht einfach meinen Account checken? Ich will doch gucken, wie viel Kohle ich habe. Warte, konnte ich da drüben Sachen verkaufen? Bevor ich jetzt mit dem Transit fahre... Wir treffen uns bei den Chunks. Guck mal, da ist doch was. Und Viewport. Mercantile. Jameson Mercantile. Ich schau mal. Barrett frequentiert dieses Etablissement. Er kauft hier häufig Schokolade. Ich habe ihn zwar mehrfach darauf hingewiesen, doch das ist wohl einer der Hauptgründe für sein Übergewicht. Sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Irgendwer hat gerade noch reingequatscht und ich weiß nicht, wer und was da gesagt wurde, weil der Roboter ignoriert offenbar jede... Wenn du nicht fündig wirst, ich helfe gerne. Alles klar. Amoli, ich habe eine Frage. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Danke für deinen Besuch. Ja. Sieh dich ruhig um. Das mache ich auch gerne. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Ja, das mache ich. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Sieh dich in Ruhe um. So, Händler kaufen, alles. Ich will einfach nur gucken, Hüllenlos, adaptiver Rahmen, Alkane, Aluminium, aha, Aminosäuren, Anzug, Navigator. Sind das die Sachen, die ich habe? Händler kaufen, also kaufe ich gerade beim Händler oder? Ich gehe mal kurz auf Verkaufen. Jetzt verkaufe ich. Okay, das heißt, ich kann hier auch verkaufen. Hat der Händler einen gewissen... Hier, wenn ich mal Behälter mit Müsli verkaufe zum Beispiel. Ne, der hat 5 Gesundheit. Piratencharger. Der ist eigentlich Piratenangriff. Ich erkenne ehrlich gesagt kein... Doch, bei den Boots ist ein Unterschied. Und bei den Armpads. Ich würde die beiden verkaufen wollen, glaube ich. Wobei der hier nicht so schlecht aussieht. Luftbasiert 15. Luftbasiert 30. Wir haben immer noch den hier an. 69, 37.
Egal, die Piraten sagen, ich verkaufe die mal ganz kurz. Vor allen Dingen will ich nicht als Pirat durchgehen hier, weil ihr wisst ja, Kleider machen Leute. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. Ah, alles klar. Okay, da wird ein Schuh draus. Das kriegen wir hin. 7500. 8000. Ich glaube, wir haben schon fast das neue Schiff drin. Aber ich glaube, es wird problematisch. Quarksgewebe. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was wir alles brauchen und was wir nicht brauchen. Ich kann von unserem NPC, wollte ich gerade sagen, von unserem Bot aus kann ich nichts verkaufen. Okay. Ich muss mal schauen, wie ich das mit dem Inventar mache, weil ich habe, ehrlich gesagt, mir fehlt ja ein bisschen die Übersicht. Ich geh mal zurück. Da oben, Breadcrumb Navigation geht leider nicht. Anzüge haben wir nur den einen jetzt. Rucksack. Piraten überleben, den verkaufen wir. 234. Ich meine, das wird sich ja läppern. Jetzt sind wir schon nicht mehr überlastet, das ist schon gut. Kleidung. Oh. Aha, das Graviplast sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so scheiße aus. Aber wir haben hier plus 5 Gesundheit und O2. Ja, dann weg damit. Also unsere Miner-Kleidung scheint nicht die schlechteste zu sein, wollte ich nur kurz sagen. Ne? Ressourcen behalten wir auf jeden Fall. Sonstiges, Digi-Dietrich. Aber das sind doch die, mit denen ich Sachen aufknacke, ne? Digitaler Schreibtisch, die können wir verkaufen. Bup, bup. So, und Waffen haben wir einige. Ach, die haben wir auch alle auf den Bot geballert, ne? Die Maelstrom können wir verkaufen. Die Grendel können wir, glaube ich, verkaufen. Obwohl... Mal eine behalten vielleicht. Die Eon. Ausgerüstet haben wir gerade die Kraken, ne? Modifiziert Maelstrom, die würde ich vielleicht nochmal behalten. Weißt du was? Ich verkaufe mal die hier oben und die hier unten können wir ja behalten. So. Rettungsaxt. Hätten wir gar nicht mitnehmen sollen. Die modifizierte würde ich behalten. Schlagen Coachman. Oh, die habe ich gar nicht mitbekommen. Schrotflinte. Schrotflinte.ra. Okay. Dann haben wir zumindest erstmal wieder ein bisschen Platz. So, netter Laden. Danke. Ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich wirklich. Ja, das glaube ich sofort. Warte. Aber ich bin hier nicht alleine. Ja. Gerhard, mein Geschäftspartner, leistet hinter den Kulissen wahnsinnig viel Arbeit. Aha. Ah. Ich weiß nicht, wo wir ohne ihn heute wären. Wirklich. Ah, ach ja. Cool. Ciao. Schön, dass du da warst. Gerhard also. Cool. Schön, Captain. Dass du... Die ja. Constellation, ich bin bereit für einen Handel. Ja, dann hau mal raus. Ich würde... Hier ist einfach alles. Ich würde einfach den Anzugpiraten-Scharfschütze nehmen, den Briefbeschwerer, die Blumenlampe, die Arbeitskleidung, den Schutzanzug hier, den Daimos-Rucksack, den digitalen Schreibtisch, das Familienbrettspiel. Ich komme mir gerade vor wie bei Glücksrad. Aus der grünen Palette kriegen Sie die Flasche mit Genproben. So, nein, nicht zurück. Bestätigen. Sie kriegen die. Dann ich nehme die goldene Pyramidenskulptur. Ich nehme Grendel 6 Stück. Ich nehme den Helm Bodencrew, Helm Piratenangriff, Luftbefeuchter. Die 4 Maelstrom nehme ich auch. Mikroskop, Molekülextraktor, Outfit Minenerzbrecher, Outfit Argus-Extraktor, 5 Rettungsäxte, Schreibtischassistent Egmund, den schwebenden Schreibtischplaneten, das Spiel Solar Frontiers und für Frau Hildegard noch den tragbaren Ventilator. Den Cutter lasse ich ihm, ne? Okay. So. Nein, geh nicht weg. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr, falls du etwas nicht findest. Das war aber gerade sehr übergriffig. Frech. Sieh dich in Ruhe um. Mir doch egal, ob sie hinten mehr hat. Ich beurteile das nicht. So, Ach, ich kaufe gerade. Warte, ich werde verkaufen. Ah, ein bisschen verwirrend. Da muss ich drauf achten. So, die Grendels. Schau. Ja, wir haben 10.000. Ja, das Schiff rückt näher. Ich glaube, wir haben gleich schon das Schiff. Schlagen Coachman. Ja, Furious Aeon. Ich glaube, ich kann da eh keinen Unterschied erkennen. Feuerrate. Ja. Die Berserker verkaufe ich einfach mal. Ich mache einfach mal. So. Und dann noch die Anzüge. Piraten-Scharfschütze. Menge zum Verkaufen. Aber wir haben doch nur einen. Du hältst weniger, als das Item wert ist.
Oh, der hat nur 510. Oh, der hat doch Credits. Ich habe die gar nicht gesehen da oben rechts. Die sind so weit da oben. Gut, dann verkaufe ich das hier und dann verkaufen wir nochmal ein Helmchen. 189. Kleidung, ja, urban, Chemikalienanzug. Und schon hat er nur noch einen Händler-Credit. Sehr gut. So wird's gemacht. Wir ziehen die ganzen Händler einfach aus. So, können wir irgendwas kaufen? Sieh dich in Ruhe um. Ich kam gerade nicht mehr ins Kaufmenü. Oder weiß nicht wie. Ja, okay. Die Ace-Hand... 9400. Das ist ja wohl ein Scherz. 17 Damage, okay, ja, das ist aber trotzdem. Also bitte. Na, jetzt sehe ich meine ganze eigene Scheiße hier. Was soll das denn? Ich will das nicht zurückkaufen. So, Anzug Navigator. Piratenangriff war richtig teuer. Okay. Ich muss wieder ein bisschen was zurückgeben, sehe ich gerade. Ich habe das ganze Inventar zugeklatscht mit meinem eigenen Scheiß. Neo City Gauner. Irgendwie nice. Synthleder. Sieht auch cool aus. Ich würde wahnsinnig gerne unser Gesicht wieder verändern. Wir sehen so kacke aus. Aber man kann sich's nicht aussuchen, ne? Man kann sich's nicht aussuchen. Und wer wüsste das besser als wir alle? Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Gerne. Okay, sorry, ich muss leider nochmal. Die Loge ist hier in der Stadt. Objekttauschprotokolle aktiviert. Ich muss leider nochmal ein bisschen Stuff loswerden. Warte. Rucksäcke, Anzüge, bupp. Es geht schon gleich. Warte, Notize, Sonstiges. Beschwerer, hier, digitaler Schreibtisch, Familienspiel, Flasche mit G. Ja, ich habe gedacht, die hat unendlich Geld. Und wir können alles einfach verkaufen. Da bin ich wohl einem Trugschluss aufgesessen. Oh jemini. So, ciao. Und los geht's. Jetzt können wir endlich. Entschuldigung, unsere Anreise hat sich ein bisschen verzögert. Aha. Wo geht's denn hier? Ist hier das Klo? Hier ist ein Fahrstuhl. Ich glaube, das sind 3D-Drucker. Die haben es endlich geschafft, Fleisch zu drucken. Ebene wählen. Wasservollpromenade, sind wir dann... Warte mal, Wasservollpromenade? Oh Gott, ich komme zu... Oh. Also Licht. Ich wollte wieder was mitnehmen. Entschuldigung. Ich wollte nur mal gucken. Okay. Das ist ziemlich cool. Ich wollte gerade Double Jump aufs Dach machen, aber ich habe keinen Double Jump. Universe of Leisure. Your dreams from stars to stars. Ah, das ist der Wasserfall. Der ist ja romantisch. Das ist ja ein richtig natürlich belassener Wasserfall. Oh, das sind mir die Liebsten. Aber Aussicht halt trotzdem sehr geil. Auf die Entengrütze. So, wo kommen wir denn da hin? Ist hier aber eine Sackgasse? Hier auch. Was ist denn das? Wahrscheinlich Reinigungsbots. Also hier hinten, na klar will hier hinten niemand mehr sitzen. Das ist aber eine Sackgasse. Da geht auch niemand hin. Wie will man denn so Kunden binden? Man muss hier oben noch ein paar Geschäfte hinmachen. Oh. Ja. Hier müsste... Okay, interessant. Wir haben da unten noch den roten Balken. Hier müsste ein Café sein oder irgendwas. Aber hier kann man ja nur sitzen. Hier kommt man her, um nur zu sitzen. Hier muss... Dieser 3000-jährige Baum muss weg. Hier kommt ein Café hin. Das ist doch... Also das ist doch... Wer immer das gebaut hat. So, Unterdeck. Wir gucken einfach mal alles kurz an, ja? Oh. Besser arbeitet. Ich glaube, ich hole mir einen. Nee, das ist keine gute Idee.
Okay, was ist denn... Was ist denn hier los? House of the Enlightened. Klar bei dir? Muss ich informieren? Hier geht's total super. Danke für deine Frage. Ja, cool. Du musst auf diesem Planeten kein Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Ich... Okay, wahrscheinlich von der Arbeit her muss sie das schon. Bürgerin. Ich schaue mich nur ein bisschen um, ne? Bürger. Ja, hier unten ist aber nicht so schön wie oben. Ehrlich gesagt überlege ich mich beruflich komplett zu verändern. Wäre doch der richtige Zeitpunkt. Dafür ist es zu spät. Du musst an deine Familie denken. Aber die Kinder sind jetzt älter. Nächstes Jahr um die Zeit haben sie alle eigene Jobs. Ich mag das, wie die Leute mitten im Gespräch einfach weggehen. Es ist so großartig. Das ist so schön. Case House. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Was ist das hier? Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Nein. Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Echt nicht? Gar nichts? Verschwinde! Ich wollte nur mal ausprobieren, ob sie sich nichts gefallen lässt. Ich habe gespeichert, keine Sorge. Ich wollte mal gucken, was passiert. Oh, die Tür geht dann zu? Ich wollte nur mal schauen, was passiert. Ne, keine Sorge. Das ist nur ein soziales Experiment. Ich würde das auf keinen Fall machen. Wir spielen es natürlich trotzdem gut durch. Ich glaube, die ganze Station dreht jetzt durch. Jeder gegen jeden. Wir haben eine Kneipenschlägerei gestartet. Hey, warum schießt denn auf uns? Ich bin doch das Opfer hier. Ich glaube, so kann man sich das Spiel auch zerballern, ne? Im Kampf ruft Barrett oft. Peng, peng, peng. Ich weiß nicht, warum. Level 12. Sag mal, dieser Blecheimer ist so nervig, ne? Mit dem wir noch richtig Spaß haben in Kämpfen. Für Schottland! Ich habe das Universum gesehen! Ich habe das Universum gesehen! Okay, ich wollte nur mal gucken, was passiert. Entschuldigung, das war erschreckend, aber... Oh, sie ahnt etwas. In einem Paralleluniversum... Sie ist gerade einige Schritte zurückgewichen. In einem Paralleluniversum ist gerade etwas passiert, das wir nie erlebt haben. Denn jetzt ist der Spielstand geladen und keine der Zuschauer kann sich erinnern, was hier passiert ist. Nur manches kündet noch davon. Einige Sachen scheinen verschoben in der Realität. So, warte, ich gehe mal... Wo geht denn die Treppe hin? Achso, da waren wir ja gerade. Leute, ich muss hier mal durch, ja? Dankeschön. Im Privatsektor, da gibt's das große Geld. Da muss ich hin. Im Privatsektor gibt's das Geld, Leute. Das ist unser Zeichen. Ich habe nur begrenzte Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Das ist lieb. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Ah, ist aber ein seltsamer Ort für eine Klinik, oder? Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Ich mag's irgendwie, dass selbst die Unterstadt hier so eine Lore hat. Und du führst den Laden hier ganz alleine? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. Okay, dann ist ja okay. Ich brauche aber keine Hilfe. Ich gehe einfach
Ich gehe zu Radical, ne? Ciao. Entschuldigung. Jetzt lauf doch hier nicht. Lauf doch hier nicht einfach so drin rum. Da sind Kranke. Cool. Nee, du nicht, das da. Hä? Auch cool. Aber hier leben halt auch nur Menschen, ne? Ist dir das aufgefallen? Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Ja. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Luisa, da sagst du was. Luisa. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Nein, 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 nein. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Ja, ich bin Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Karl! Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Karl. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Okay. Was genau untersuchst du denn? Wir versuchen einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Mhm. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Mhm. Es ist eigentlich ganz simpel. Und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Also ich würde es aus der Ferne überwachen, wenn du gehst. Das Netz anzapfen. Okay, Mission aktiv schalten. Na, jetzt zu spät. Wer ist denn Karl? Ein Kollege von mir, der mir helfen soll. Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Kein Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Aber wohnt ihr nicht hier unten? Naja, ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist auch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Mhm. Ich gehe zur Kontrollstation. Mhm. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Ich war noch nie hier. Ich weiß nicht, wer Antonio ist. Finde den Verteilerkasten. Aktivitäten. Ein kleiner Schritt. Begib mich zur Lot. Nein, das Netz. Jetzt mal bei dem Netz anzapfen. So, ah, so. Okay, finde den Verteilerkasten. Okay. Hat aber schon ein bisschen länger gedauert bis zu unserer ersten Quest. Nebenquest. Ich wünschte, die Barkeeperin in Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Predige es, Bruder, predige es. Sprich mit der Barkeeperin im Viewport. Ach, wir haben gerade aus Versehen eine Quest bekommen wieder. Okay, ich bin einen Schritt gegangen. Ups. Hey, hörst du mich? Ja. Ich glaube, das funktioniert. Ja, ich habe nur eine grobe Übersicht. Aber du müsstest in der Nähe des ersten Verteilerkastens sein. Mhm. Irgendwo an der Wand. Mhm. Mach ihn einfach auf und leg den großen Schalter um. Okay, einfach umlegen, sagst du? Perfekt, gut gemacht. Okay, das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Ja. Oh, wow, ernsthaft? Ja. So haben die das verkabelt? Okay, wohin? Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht 1 oder 2 Etagen höher? Sorry, ist weit. Wer verkabelt das denn so scheiße? Hä? Trade Authority, da kommen wir bestimmt gar nicht rein, ne? Hallo, Leute. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Ja. Muss cool sein. Oh, ist es, mein Freund, ist es. Oh, so cool. Immer auf die Schnauze zu kriegen. Hier drin keinen Helm tragen. Ja, ich bin hässlich. Ich habe leider einen hässlichen Char erstellt, deswegen muss ich diesen Helm für immer tragen. Warte, warte, hier geht eine Treppe hoch. Oh, ich hoffe, ich werde hier nicht überfallen. Wir wissen ja, wie es hier zugeht. Überall diese Kriminelle. Schalter. Macht die Tür zu wahrscheinlich. Schalter. So. Keiner hier? Gut. So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen versucht. Oh, ist das eine gute Idee, die Tür hier zu knacken? Nicht, dass ich dann Probleme kriege gleich und dann alle auf mich schießen, weil ich ein begnadeter Türknacker bin. So, mal gucken. Oh, shit. Ich sollte vielleicht mal drauf achten, ob ich das richtig mache hier. So.
das ist ein bisschen anders. Warte, das muss es sein, ne? So rum. Dann die beiden müssten, nee, andersrum. So. Und dann hier einmal rein. Die Optimisten. Taufer Ugovat. Hilfe! Hilfe! Big Bruno Level 12? Oh. Hey Bruno, wartest du bitte? Halt mal still, ja? Ich möchte meine Muni nicht an dir verschwenden, Bruno. Ich mach mal kurz Folgendes. Ich muss mir die Munition auch mal auf Shortcuts legen. Waffen. Habe ich nicht noch? Also die habe ich auch. Ah, shit, ich hab die verkauft. Weißt du was? Ich nehme mal den Coachy. Erfasst. Halt dich da raus, Vasco. Haben wir gesiegt? Ich glaube schon. Ah, okay. Was ist denn hier passiert? Ah, ich gebe mir mal kurz ein. Scheiße, was ist passiert? Notizbuch, aber die Notizbücher sind mal leer, ne? Kann man die lesen? Nee, ne? Nee. Fliegende Stifte? Ach, ich liebe es. Ah, Tovas Posteingang. Dann lass mal kurz gucken. Was ist hier passiert? Von Nico. Nico hier. Ein Freund hat mir erzählt, dass du ein Model S kaufen willst. Stimmt das? Klar, Alter. Diese Roboter sind sowas von geil. Ich brauche einen, der mein Anwesen bewacht, weißt du? Für wie viel verkaufst du die? Immer langsam. Ich hab ein ausrangiertes Modell, das Ekliptik loswerden wollte. Wenn du in bar zahlen kannst, haben wir einen Deal. Du weißt aber, dass es illegal ist, die Dinger zu kaufen, oder? Klar, drauf geschissen. Was will die Security denn tun, wenn ich Big Bruno auf sie loslasse, hä? Ich hab die Kohle im Bar. Wo wohnst du? Wir werden uns sicher nicht da treffen, wo ich wohne. Sei in 2 Tagen um Mitternacht hinter dem Orion Tower. Bring die Kohle komplett in bar mit. Ich mein's ernst. Kein Bargeld, kein Deal. Und ich sag's dir gleich, ich weiß, was ich mit Leuten mache, die sich wie Idioten verhalten. Klar, Alter, in 2 Tagen. Das wird der beste Tag deines Lebens. Okay, netter Versuch. Komm sofort wieder her und gib mir mein Geld. Du kannst von Glück reden, dass ich nach der Scheiße bereit bin, dich am Leben zu lassen. Wenn du nicht bezahlst oder mir den Roboter nicht zurückgibst, leg ich dich um. Ich meine es ernst. Yeah, hab dich reingetopft. Du so, hallo, jawohl, haben Sie das Geld, danke, gern geschehen. Und ich so, hier hast du die Kohle, bam, bam, bam. Bruno geht jetzt mir, was willst du schon tun, hm? Mich beim UC verpetzen? Roboter auf dem Schwarzmarkt verkaufen ist illegal, du Vollidiot. Und weißt du, was am lustigsten in der Sache ist? Ich hab die Kohle wirklich, liegt immer schön neben meinem Kopfkissen. Aber wo das ist, wirst du ja eh nie erfahren. Hau rein. Hast du den Verstand verloren? Kann man wirklich so dämlich sein? Du weißt, wie ich den Roboter abgekauft habe, oder? Sagt dir der Begriff Fernsteuerung irgendwas? Bring mir da sofort das Geld, sonst liegst du heute Nacht tot in deiner Wohnung. Reingetorft. Ja, gut. Reingetorft. Das Geld neben seinem Kopfkissen. Hallo? Tofers Schlüssel 883, geil. Dose, Kopfbedeckung, Space Trucker. Nehme ich alles mit. Kühlschrank oben. Das ist ein Kühlschrank? Chunks Pastete. Ist das Clown? Ach, das ist Stehlen. Okay, aber der ist doch tot. Wieso ist es Stehlen, wenn er tot ist? Ich hätte Lust, dir Hausverbot zu erteilen. Lass mich in Ruhe. Achso, Rick. Irgendwas von irgendwo holen wir wieder. Oh, ein Spind. Ah, okay. Ist das dann Schmuggelware, wenn ich... Ah, cool. Ist das Schmuggelware, wenn ich Sachen stehle? Weiß der Zoll immer automatisch, dass ich Sachen gestohlen habe?
Wie kann ich die Knarre weglegen? Ich, Hi. Was, ich soll nicht mit Fremdlingen reden. Fremdlinge, wow. Hey. Oh, wow. Die Uhr ist ja super cool. Dein Bauchreden auch. Ah, was ist denn? Sind wir hier im Waisenhaus gelandet? Was ist das hier? Spielfigur Königin der Schatten. Sag mal. Hallo. Okay, kein Gespräch möglich. Warte. Reingetauft. Schlüssel erforderlich. Dieses wird woanders freigeschaltet. Ich würde gerne wissen, welchen Schlüssel ich dafür brauche. Hey Leute. Das ist eine schöne... Ich hätte Lust, dir Hausverbot zu erteilen. Lass mich in Ruhe. Komm schon. Nur ein Bier für deinen besten Kumpel, okay? Zwei kleine Tipps. Erstens, du solltest immer eine Waffe dabei haben. Zweitens, du solltest sie nur ziehen, wenn du auch bereit bist, sie einzusetzen. Verdammt, Rick. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Bitte. Ohne mich wäre hier doch absolut tote Hose. Wenn du was Wertvolles dabei hast, pass gut darauf auf. Hier unten weiß man einfach nie. Wie der einfach zwischendurch mit uns geredet hat. Hey. Hey. Ist in deiner Crew noch Platz? Verteidigungsspezialist. Oh, Schildsysteme. Worauf hast du dich spezialisiert? Verteidigungssysteme. Ich kann deine Schilde so einstellen, dass deine Feinde nichts Wichtiges beschädigen können. Das wäre ziemlich cool, aber momentan kann ich leider noch keine Crew anheuern. Tut mir leid. Ich würde aber später wieder zurückkommen. Hey, dein Pech. Ja. Ich wünsche... Ja. Teilchenwaffenspezial... Ach, hier hängen die immer rum. Okay, Upper Level. Du bist wie eine Kakerlake. Dich wird man nicht los. Komm schon. Nur ein Bier für deinen besten Kumpel, okay? Warte mal. Bei Henrik findet man gar nichts. Da geht die gute Auswahl hin, um zu sterben. Wer ist denn Hendrik? Glaubst du, die Deimos Sternwerft stellt mich an? Ohne mich wäre was rede ich? Natürlich! Ich bin die Beste! Ja? Bist du Pilotin? Ich arbeite daran. Ich mache die UC Vanguard-Prüfung, spare auf mein eigenes Schiff und so. Mhm. Es dauert nur ein bisschen länger als gedacht. Tut es immer. Ich kenne das. Ich bin selbst nicht ganz unbedarft im Fliegen, weißt du? Boah, Superstar. Was machst du dann hier unten? Ich wäre dann garantiert nicht mehr hier. Nebenquests. Ich mache Nebenquests. Was ist denn hier unten? Was ist denn das Unterdeck? Essen gibt's bei Kai. Abgedrehte Atmosphäre gibt's bei Jake. Du willst dich leer fühlen? Dann hol dein Gepäck und zieh ein. Aber im Ernst, hier herrscht 50% Not und 100% Verzweiflung. Deswegen haue ich ab. Okay. Die meisten Leute, die hier aufwachsen, bleiben hier. Ich mag das Unterdeck. Ehrlich gesagt, ich mag das Unterdeck, aber ich rede ihr gleich mal nach der Schnauze, ja? Sehe ich auch so. Ist, ehrlich gesagt, hier unten scheint auch nie die Sonne. Also oben war schöner auf jeden Fall. Ist ein deprimierender Ort. Ja, das einzige Positive ist, wenn man lange genug hier ist, vergisst man den Gestank. Das Positive am Gestank ist, der überdeckt den eigenen. Tschüss. Ciao. So, was hier? Pass in meiner Nähe gut auf deine Sachen auf. Wenn du mir blöd kommst, komme ich dir blöder. Jetzt hast du Schiss, was? Bitte was? An wen erinnert er mich? Erinnert er mich an Sid Meier? Ich weiß, irgendein Spieleentwickler. Ich bin mir nicht sicher. So, warte mal. Ist hier irgendwas Interessantes los? Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Ah, okay. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Und was machst du hier unten? Warum fragst du? Bist du von der Security? Ach, ich bin neugierig einfach. Das Gesetz und ich sind keine Freunde. Ja, du hast eine gewisse rebellische Ausstrahlung. Ja. Aber vielleicht willst du auch nur, dass ich das denke. Ja. Und ich erzähle sicher nicht jedem, der hier reinspaziert, alles über meine Operation. Doch. Jedenfalls noch nicht. Deine Operation? Ja, geil. Ciao. Mir wurde ich schon Lust, langweilig. Dir Hausverbot zu erteilen.
Lass mich in Ruhe. Hey, Jake. Willst du was kaufen? Was darf's sein? Ehrlich gesagt, wollte ich nur kurz komplimentieren lassen, ne? Ist wirklich schön hier. Also toll, was du aus der Location gemacht hast. Erstens habe ich nicht nach deiner Meinung gefragt. Ach so, wusste ich nicht. Und zweitens, lass mir keinen Zucker in den Arsch. Das ist ein tolles Shirt. Ein tolles Shirt. Und wie deine Glatze glänzt, ist einfach wow. Ich habe selten eine Glatze so glänzen sehen. Sie glänzt wie deine muskulösen Oberarme. Kommen viele Leute nach unten? Hier unten? Als wären wir anders als andere Bars? Schlechter vielleicht? Willst du darauf anspielen? Wow, wow, wow. Entschuldigung, ich betreibe nur Konversation. Ach ja. Tja, ich nicht. Wow, nee, komm, da kaufe ich nichts. Verdammt, Rick, lass mich bitte einfach... Da kaufe ich nichts. Ich als Kunde fühle mich verärgert. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Don't eat chunks. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay, find ihn einfach und erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Erzähl noch niemandem was davon? Mache ich gerade eine schlimme Sache? Ist das die Handelsaufsicht? Ja, ne? Ja, Trade Authority. Tag, Jungs, da sind wir wieder. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Ja, aber mit dem Pfeil im Knie. Oh, okay. Hallo, Bürger. Was mache ich hier eigentlich? Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Und ich... Oh, wow. Wow, wirklich? Willkommen bei der Handelsaufsicht. Wenn du aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Sicherlich. Bist du aber unter falschem Vorwand hier? Nein. Zum Beispiel von Miss Zeng vom UC-Vertriebszentrum geschickt? Dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Sag mal, ich komme gerade hier rein. Was darf sein? Ich komme gerade hier rein, die erzählt mir einfach alles. Das ist wirklich eine seltsame Art, sich vorzustellen. Mag sein. Doch ich bin überzeugt von meinem Geschäft und lasse mich nicht einschüchtern. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Ja, ja, ja. Was genau macht denn die Handelsaufsicht? Das sagt doch eigentlich schon der Name. Nein. Wir beaufsichtigen den Handel in den besiedelten Systemen. Ja, aber was bedeutet das? Massengut, spezielle Objekte oder individuelle Anfragen. Wir sorgen dafür, dass alles an sein Ziel gelangt. Wir haben überall in den besiedelten Systemen Schiffsrouten und mit nahezu jeder wichtigen Firma oder Fraktion zu tun. Ah, ihr verschickt also. Ihr seid also DHL, ja? Ihr beaufsichtigt das nicht, ihr seid die ausführende Kraft dahinter. Ich verstehe. Und warum bist du hier auf dem Unterdeck? Warum ist euer Laden nicht oben? Wir waren schon in New Atlantis, als die meisten Sachen oben noch gar nicht gebaut waren. Ach, deswegen. Es gibt jede Menge Infrastruktur, viele Lagermöglichkeiten und diskreten Zugang zum Raumhafen. Da ist es logisch zu bleiben. Na gut, hast du recht. Das hat den gar nicht mal so negativen Effekt, dass Leute aussortiert werden, die bei Geschäften etwas zaghaft sind. Zaghaft? Aha. Ich bin an Arbeit für die Handelsaufsicht interessiert. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich würde erstmal gerne sehen, was du im Angebot hast. Gerne doch. So, Waffen. Viele Waffen. Lichtbogenschweißer. Oha. Räusper. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen hier nichts. Coachman haben wir auch. Ich glaube, wir brauchen davon nichts. Anzüge, Bodencrew, Navigator, Sternvagabund, Tiefbohren, Tiefminen. Okay, Helme. Space Trucker. Oh, der ist ganz nice. Aber ich glaube, wir müssen davon nichts kaufen, weil wir, glaube ich, eh alles kriegen. Nach und nach. Digi Dietrich, Samsons Kunst. Was ist denn das? Was ist denn Samsons Kunst? Das ist doch 100 pro irgendein Questgegenstand. Wir werden es herausfinden. Zurückkaufen, okay. Gut. Arbeit für die Handelsaufsicht machen wir später, ja? Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Denn mit Sicherheit sollen wir später feststellen, ob die irgendwas Illegales machen. So, mal gucken, ob wir da oben drüber kommen. Das müsste ja dann hier sein. Aha, warte.
Ups. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe. Oh, ich hab geklaut. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. So. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Easy. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Ich eile. So. Ach, da ist ja Paneltür verriegelt. Entsperren. Aha, dies wird per Computer geöffnet. Das heißt, ich kann damit irgendwas öffnen oder irgendwas ein- und ausschalten. Oder es war ein Ding, was wir schon gemacht haben und ich hab's vergessen. So. Ich habe das Gefühl, die Treppe hier ist falsch. Ach, schon wieder die. Nein. Puh. Ich dachte gerade, ich bin verloren. Guck mal, hier ist auch ein schöner Wasserfall. Hier, oder? Warum ist denn hier kein Café? Da oben. Da oben im Raum, aber wie komme ich denn da rein? Ah, hier. Hey, Luisa. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Ach. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Es geht. Das geht schon. Ich helfe doch gerne. Da bist du ein Einzelfall. Und ich danke dir sehr. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Woher denn? Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Aha. Die Handelsaufsicht. Aha. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Ja, komm ich mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. So. Ah, ich wünschte nur, sie wird nicht so langsam gehen. Ich passe mein Walking Speed mal an. Okay, ich schaffe das. Du schaffst das, na klar. Ich glaube an dich. Ah. Das Schönste an Spielen ist, wenn NPCs eine Geschwindigkeit haben, die genau zwischen deinen beiden Geschwindigkeiten liegt. Einmal das normale Laufen und einmal das Gehen. Und NPCs liegen irgendwo dazwischen und du musst immer wieder aufholen. Oder du musst immer wieder warten. Das ist das Schönste auf der Welt. Das, oh, okay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la, Luisa, Luisa, Lululu, Luisa, Luisa, Lululu, Luisa, Luisa, la 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 la. Ich muss das durchziehen. Du schaffst das. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Na geht. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen? Damit es nicht irgendwie entgleist? Ja, sicherlich. Na klar. Aber worum sorgst du dich denn? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass am Ende ich den Ärger kriege. Zoe verdreht die Sachen immer komplett. Ich muss speichern. Ich muss ganz dringend speichern. Ich pass auf dich auf. Danke. Das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Na, mal gucken. Ich habe vergessen, nochmal mit ihr zu sprechen. Verstehe. So, da sind wir schon. Who are they? Na, 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 na. Apex Electronics. Da können wir auch mal reingehen. Ich speichere gleich mal, bevor das hier eskaliert. Das Haus der Erleuchteten, da waren wir auch noch nicht drin.
Also. Ich habe die Befürchtung, dass das Spiel vielleicht doch ein wenig größer wird. Mal schauen. Cooler Raumanzug. Dankeschön. So, gespeichert. Jetzt mal gucken. Ein Besuch vom Mast? Reizend. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Ja, na gut, vielleicht. Ich feuere nicht den ersten Schuss ab, aber den letzten. So, entspann dich, alles wird gut. Ja, komm, ganz ruhig. Okay, vermutlich hast du recht. Tief durchatmen. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, Verzeihung. Ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich? Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Ja, sicher. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Okay. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Hey, ich dachte, du bist unterwegs und, naja, löst das. Hä? Also erstens mache ich das hier gerade freiwillig und zweitens waren wir gerade noch im Gespräch. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich traue ihr nicht so wirklich. Sag mal, mach doch die Tür wieder. Oh Gott, dieser Roboter. Ordner. Tablet. Hätte ich vorher schon hier reingehen sollen und ihr zuhören sollen, was sie hier macht? Leider gibt es hier keine Beweise für irgendwas. Sie ist hier reingegangen zwischendurch. Aber man kann auch keine Schubladen öffnen. Tablet kann man nicht benutzen. Gibt ja nur diese Computer. Ich trau ihr nicht. Was denn? Ja, was? Ja, das frage ich gerade. Ja, okay. Gut, dann spielen wir erstmal mit. Ich glaube, die lenkt davon. Ich glaube, die lenkt von sich ab. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Ich glaube, die lenkt von irgendwas ab. Ist das der Kasten, den wir gerade gesehen hatten? Wie komme ich denn da? Wie komme ich denn da oben hin? Da geht's nach oben. Da drüben hin. Hier sind wir wieder bei der Wohnung von dem Typen, ne? Ja. Getroffen. Wie komme ich denn da drüben hin?
Einfach hier hochspringen. Okay. Da geht irgendwie eine Röhre oder irgendwas, so ein Wartungsschacht entlang. Achso. Dies wird woanders frei. Mann, woanders freigeschaltet. Aber wo? Wie komme ich denn da nach oben? Komme ich da überhaupt nach oben? Muss ich springen? So, ich guck mal kurz, Upper Level ist nicht das, wo wir hinwollen, ne? Du hast dir Hausverbot zu erteilen. Lass mich in Ruhe. Komm schon. Nur ein Bier für deinen besten Kumpel, okay? Oh. Ich hätte Lust, dir Hausverbot zu erteilen. Wohnungsschlüssel, aber das ist doch keine Wohnung, das ist ein Balkon. Wir kommen von hier aus auch nicht rüber, ne? Es sieht aber so aus, als müssten wir dann einmal ganz kurz hier hochgehen und dann darüber. Anzugwerkbank. Oh, ich schau mal kurz. Aha, Tunnel meinen Rucksack, Anzug, Tiefminen. Aha. Keine Mod. EM-Abschirmung, Schussabschirmung. Okay. Installieren, könnten wir machen. Anzug, Tiefminen, Helm, Tiefminen. Ich guck mal kurz Platz 1. Schussabschirmung. Bringt mehr Masse, aber mehr Abschirmung. So. Einmal gemacht. Schussabschirmung installiert. Hä? Keine Mod. Installieren. Okay. So, Platz 2. Explosionsschutz, keine Mod installiert. Sensor Array, Platz 3, keine Mod installiert. Schwere Abschirmung, ja, können wir noch nicht. Platz 4. Da mache ich nochmal beim Anzug, Platz 1. Die können wir eh nicht machen, dann mache ich Schussabschirmung. Das ist immer eine gute Idee, auch wenn der Anzug langsam schwerer wird. Standardskin installiert, okay. Und beim Rucksack, Platz 1. Extra Kapazität. Ja, ja, bitte. Oh, was muss ich tun? Polymer 3. Was muss ich tun? Ja, ich will. Notfallversorgung, Regeneration. Oh, Regeneration wäre nice. Du regenerierst außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit. Das hätte ich gerne. Sanitäter, okay. Und hier haben wir noch alter Marskin. Hm. Ich meine, warum nicht? So. Schützt dich vor Umgebungsschäden. Ja, das ist ganz cool. So. Wenn dieser Roboter nicht so aufdringlich wäre. Verriegelt. Deine Uhr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Okay. Wusste gar nicht, dass meine Uhr piepst. Hey, du müsstest gleich da sein. Ja. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Und Zoe ist auch hier, falls dir das nicht schon klar war. Wir arbeiten zusammen. Leg den Schalter um, dann lotsen wir dich zum nächsten Verteilerkasten. Die hat irgendwas vor. Die hat doch irgendwas vor. Huch. Sehr rot hier. Furious, pipapo. Kann man von Coachman irgendwas installieren? Standardlauf, kurzer Lauf. Erhöht das Visierzieltempo auf Kosten von Präzision und Rückstoßkontrolle. Okay, Laser. Laservisier. Brauchen wir da aber nicht unbedingt. Optik. Reflexvisier brauchen wir bei der wirklich gar nicht. Mündung. Kompensator. Erhöht die Stabilität und die Präzision bei Schüssen aus der Hüfte und auf Kosten der Präzision bei hoher Entfernung. Das ist okay, weil mit dem Ding würde ich nicht auf hohe Entfernung schießen wollen. Ballern wir den Kompensator einfach mal rein. Schalldämpfer. Okay. Auf Kosten der Reichweite, Mündungsbremse. Okay. Also. Griff und Kolben, taktischer Kolben. Leichterer Kolben für ein schnelleres Visierzieltempo und höhere Stabilität. Wir haben aber kein Titan. Okay. Gut, 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 gut. Maelstrom, Schalldämpfer, Kraken. Was können wir mit der machen? Laser intern.
Stecherabzug. Installiert einen leichteren Abzug, um die Feuerrate zu erhöhen. Oh, nice. Aber uns fehlen Sachen. Okay. Werden wir alles noch machen, werden wir alles noch machen. Wir haben noch viel zu tun. So. Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. 45A. Aber hier steht gar nichts. 45A. Paneltür. Ich, welcher ist denn jetzt der richtige? Warte mal. Ich speichere mal kurz und teste mal, wer sich hier bedankt. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Ja, Moment. Das war, glaube ich, der falsche. Ich möchte nicht auf die hören. Ach so. Warte mal, es gibt nur den einen Kasten. Aber hat die nicht gerade noch einen anderen Kasten genannt? War da nicht gerade noch einer markiert? Da waren noch gerade noch zwei blaue Punkte markiert. Oder war es noch der da? Oh nö. Oh nö. Na gut, ich muss jetzt wohl den einen machen. Ich schau mal kurz in meine Loks, vorsichtshalber. Wechselspannung. Fahre den Verteilerkasten herunter. Oh, okay. Kurs festlegen. Ne, lieber nicht. Immer mal auf Karte zeigen. Ah, ja, okay, cool. Da müssen wir also hin. Ja, das ist natürlich sehr gut. Landeziel festlegen, let's go. Ja, das ist nicht so gut. Oh. Okay, gut, machen wir es eben. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Oben? Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Wir machen uns gerade strafbar, ne? 100 pro hat hier so was vor. 100 pro hat hier so was vor. Und wir kriegen dafür die Schuld. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Oishi. Ja, und im Übrigen nein. Darauf lasse ich mich nicht ein. Wir müssen nach da oben irgendwie. Okay. Es wird Abend langsam. Der Mast District. Okay. Ich glaube, wir werden noch eine Weile lang hier rumforschen müssen oder rumerkunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Leute haben sich beschwert, weil nicht alle 1000 Planeten oder wie auch immer das ist, sowas haben. Huch, was war das gerade? Ach, ich bin zu lang gerannt. Ich dachte gerade, ich habe so eine... Wow. Ich dachte gerade, ich habe eine Eingebung, weil ich hier hingucke. So, CJs. Aber der ist es nicht, ne? Open 49 Hours. Du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Ja. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Aha. Okay, das besprechen wir später. Ich melde mich, wenn du den Schalter umgelegt hast. Okay.
geortet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Mhm. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Klar. Hey. Oido. Oido, was geht? In den oberen Etagen. Und wir kommen hier einfach so... Verriegelt. Verschaffe dir Zugang zur Wohnung. Das ist bestimmt legal. Das ist gar kein Problem. Denn es dient der Quest. Wenn es der Quest dient, ist es kein Verbrechen. So. Dann das hier. Dann das hier. Wobei, ist glaube ich egal. Und dann das hier. Achso. Hallo? Guten Tag? Ist hier jemand? Reinigungsservice? So, ich muss hier mal aufräumen. Ich soll die Wertgegenstände aufwischen, aber der hat offenbar keine Chunks-Ei. Oh, das nehme ich mit. Und hier ist es doch stehlen. Okay, Salzstreuer. Ja, nee. Wir sollten nicht stehlen. New Atlanta Security. Stopp! UC Security! Komm zurück! Sofort! Halt, stehen bleiben. Du bist verhaftet. Warum? Na gut, ich zahle die Strafe. Kluge Entscheidung. Und jetzt komm mit. Wir beschlagnahmen Schmuggelware und Diebesgut und du kannst gehen. Mist. Wie haben die mich denn durch die Wand gesehen? Das ist weird. Okay. Kann der Roboter vielleicht mal... Okay, warte. Offenbar nicht. Liegt es daran, dass die Tür offen ist? Dann würde ich die mal schnell schließen. Wie konnten die mich dann durch die Wand sehen? Oder kommen die einfach automatisch? Neons Gang-Kultur. Ich kann leider nicht lesen. Also ich... ich kann leider nicht lesen. Weil dann würde ich stehlen. Und das wollen wir ja nicht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Warte. Unautorisierter Computer. Programm-Update. Programmstatus pausiert. Aktuelles Slicing-Ziel ATM-Transfer-Gebühr. Location New Atlantis. Slicing-Wert... Ach, so ein Ding ist das. Okay, verstehe. Der nimmt bei jeder Transaktion... nimmt er sich 0,001 Credit. Statt das zu runden. Daten runterladen. Beweismittel haben wir. Letzte Nachrichten. Warte, komm, geh mal. Hier, letzte Nachrichten. Was wieder? Dodgson, meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger. Ich erwarte meinen Anteil. Und schließ die gottverdammte Tür ab. Hier soll niemand rumschnüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden das als Fehlfunktion abtun, wie immer. Und da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Dein alter Freund Newman. Okay. Da war gerade so ein komischer Pfeil. Weiß nicht, was der heißt. Okay. So, wir haben die Beweise. Und verpissen uns leise. Wo kamen die Securities eigentlich her? Die haben hier gespawnt, ne? Die haben hier einfach gespawnt. An welches Spiel erinnert mich das? So, okay. Aber die Beweise bringe ich nicht der Handelsaufsicht. Irgendwie cool. Ich will mir alles angucken hier. CJs müsst ihr offen haben eigentlich, ne? Hat offen. Oh, ich dachte, hier wäre ein großer Klamottenladen.
Okay. Das ist kein Klamottenladen. Bist du CJ? Die Atlantis ist sehr schnelllebig. Ich versuche mitzuhalten. Hey, Curtis. Komm rein. Sieh dich um. Ja, wie läuft das Geschäft? Stabil. So, wie ich es am liebsten habe. Ich habe einen guten Standort, reichlich Laufkundschaft und jede Menge Leute, die in Eile sind und nur schnell das Wichtigste brauchen. Mhm. Wenn es so weitergeht, mache ich bald noch Franchises in den ganzen besiedelten Systemen auf. Du hast da übrigens wahrscheinlich wieder mit dem Kopf aufs Mainboard gehauen. Gefällt's dir hier in N.A.? Klaro. Sowas gibt's in den besiedelten Systemen nicht nochmal. Hm. Ich war als Kind das erste Mal hier und wusste sofort, dass das mal meine Stadt wird. Hm. Ich wäre nirgendwo lieber. Und nachdem der Laden hier jetzt läuft, sieht es langsam richtig gut aus. CJ, ich freue mich für dich. Ciao. Schönen Tag noch. Ich muss ja nichts kaufen hier. Ich will eigentlich nur wieder... einfach wieder raus. Ach du Scheiße. Ja, cool. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Das geht ja relativ schnell hier, wa? Dass die Zeit weitergeht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir das Mysterium aufklären. Also wir haben das Mysterium aufgeklärt, aber wenn wir das abgeben und dann mal gucken. Eine öffentliche Durchsage für alle Bewohner und Besucher. Die Terrormorph-Bedrohung ist real. Ist egal. Ist real. Gott. Ja. Mehr zum Terrormorph vielleicht in der nächsten Folge. Aber vielleicht werden wir auch weiter diese riesige Stadt erkunden. Und das ist vielleicht nur eine von mehreren oder ist das die Hauptstadt? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.